Das Wetten der Woche diesmal für den FC Bayern. Wir müssen, sagte mir Uli Hoeneß dieser Tage, beim FC Bayern alles hinterfragen. Und zwar alles. Und ich sage ihm, selbst das Geld muss man hinterfragen. Wissen Sie, dass die mit so vielen Millionen auf den 5. Platz landen, das ist ein Skandal für Deutschland. Da ist der Klimawandel gar nichts dagegen. Nicht? Und das ist nur nicht der einzige Skandal in Bayern. Jetzt hat ein Gericht in Augsburg, also der alten Fuggerstadt, Bert Brecht und die anderen Fugger, nicht? Jetzt hat ein Gericht in Augsburg VW wegen sittenwidrigen Verhaltens dazu verurteilt, einen schwarzen VW sozusagen dem Käufer voll den Preis zu erstatten. Verstehen Sie, das ist der Untergang des Abendlandes, wenn das so weitergeht. August von Fink, einer der ganz reichen Bayern, der jetzt auf einem Schloss im Thurgau lebt, also ein biodeutscher Eidgenosse gewissermaßen, der hat ja früher immer der FDP und den anderen Rechtsradikalen gesagt, ich habe ein bisschen was zugeschoben, mal hier 800.000, mal da 200.000. Ich weiß, ich soll nicht über Spenden, nicht schon wieder über Spenden reden. Aber dieser August von Fink ist in Wirklichkeit... Der gehört 8 Milliarden, nennt er sein Eigen. Also, natürlich, die Familie hat es damals geklaut von den Juden, aber das ist jetzt kein Antisemitismus, das war so. Aber das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, die Deutsche Bank war am Bau von Auschwitz beteiligt. Ja, meine Güte, mit was kommt, das wussten sie gar nicht, nehme ich an. Das sagt einem auch keiner. Nicht? Es kommt ja mit der Art alten Hüten. Nicht? Aber jetzt sage ich mal, der August von Fink, der würde natürlich jetzt neue KZs nie finanzieren. Ne? Sowas machen die Leute nicht. Die haben ja damals, die Familie, damals durch die Arisierung der jüdischen Banken ihre Knete gemacht. Und damit ist auch, da muss auch endlich mit diesen Dingen mal Schluss sein. Und jetzt stützt man halt die AfD. Aber ich würde auf gar keinen, also Uli Hoeneß auch nicht. Wir alten Zuchthäusler, verstehen Sie? Wir haben doch ganz andere Sorgen.